So, Freunde, wie man unschwer erkennen kann, bin ich nicht an meinem gewohnten Platz. Ich bin bei dem jungen Herren hier zu Gast. Sehr, sehr geil gegessen. Die anderen sind gerade noch dabei zu essen. Mega entspannt. Ich habe gesehen, das Interview ist rausgekommen. Normalerweise soll es eine Stunde gehen. Eine halbe Stunde ist da. Das heißt, es wird wohl ein in zwei geteiltes Interview sein. Da das Thema sehr interessant ist und ich wirklich heiß gemacht wurde, will ich mir das gönnen. Und habe mir gedacht, ich mache das direkt hier von diesem jungen, gut aussehenden #NoHomo-Ehrenmann. Seinem Hause aus. In meinem zweiten Apartment. In deinem, auf Label-Basis. Leider Gottes kannst du nicht dabei sein. Ja. Wärst du aber gerne, du musst dich um die Gäste kümmern. Aber ich will hier einfach an der Stelle sagen, Freunde, folgt ihm, verfolgt das, was er macht. Absolut geiler Content, den er bringt. Ich denke mal, die meisten von euch werden ihn eh kennen. Man sieht es auch auf seinem T-Shirt. Pedo Hunter, Nick. Ja. Nehmt euch in Acht, wenn ihr auf kleine Kinder steht. Dieser Mann versteht dabei keinen Spaß. Auf jeden Fall, Kuss an der Stelle geht raus an ihn. Wird unten verlinkt sein. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit der Reaktion und dir weiterhin viel Spaß. Ja, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Bis dann. Ich habe ja gesagt, Finale. Ne? So, und jetzt denke ich auch, ist der Zeitpunkt gekommen, weil im Grunde genommen, ich selber, ich habe jetzt, was ich will. So, also, warum das alles überhaupt, komme ich jetzt so, also, ich habe jetzt, was ich will. So, worauf ich gewartet habe. Deswegen für mich Finale, weil ich werde das jetzt mit dem Video und alles, was jetzt kommt, den Deckel zumachen, was diese Sache angeht. Django, Mango, dies, das, jenes. Das war in Wahrheit gar nicht mein Interesse. Uninteressant. So. Und eigentlich hat sich da auch eine andere Sache entwickelt. Ich will jetzt einfach so anfangen, dass ich erstmal mit einer Sache jetzt ankomme, die erstmal vielleicht so aussieht, dass die nichts damit zu tun hat, weil viele das vergessen haben. Aber dann in der Mitte werde ich dann den Sucuk die Geschichte erledigen und ganz am Ende, haben wir ja versprochen, kommt dann noch die Liebesgeschichte. So. Verstehst du, wie ich meine? So, da haben wir alles gesagt. Okay, das heißt, im zweiten Teil wird das mit der Liebesgeschichte kommen, wo ich denen auch gesagt hatte, Leute, bitte lasst das mal raus. Ja, das ist so ein Ding, man mischt einfach Freundinnen, Frauen etc. nicht in Geschichten ein. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich selbst wissen. Das ist jetzt der erste Teil. Bin mal gespannt, was hier alles ausgeplaudert wird. Es heißt ja immerhin das große Finale. Aber jetzt zu der Sache zu kommen. In dem ganzen Getümmel und alles drum und dran, ne, hat sich einer weggeschlichen. Ganz klar und heimlich. Weißt du? So, über den hat auf einmal keiner mehr geredet. So, der ist so wie verschwunden. Aber Bruder, Schaltzentrale, wir registrieren. Ich habe doch immer gesagt, die Straße vergisst nicht. So, und Schaltzentrale, ich Straße. So. Und zwar, Vier ich rede Style von an, ja. unserem Jan Fiesig, okay. auch genannt alias Gianni Granini. Ja. Jan Fiesig, wenn er Jan sagt, erinnert mich das einfach an unseren Jan. Erinnert ihr euch noch dran? Wir haben eine Auseinandersetzung gehabt mit einem sehr relativ großen YouTuber, den wir Jan genannt haben. Aber den er da meint, ist ein anderer Jan, und zwar Miami Peach haben die ihn genannt. Deswegen Pfirsich Peach, englische Übersetzung Pfirsich. Im Türkischen bedeutet das ein wenig was anderes. Ja? Über den redet er jetzt. Der hat sich irgendwie weggeschlichen. Weißt du? Der hat so gedacht, so, der kann mal da hinkommen, so, weißt du, die Welle machen, über den herziehen, das machen, dies, das, jenes. Und der denkt jetzt echt, dass angeblich, ich habe ja mein System gesagt, so, ne? Der denkt jetzt angeblich, der kann das auch so machen. Weißt du? So ein bisschen Chaos, verschwinden und dann so, ich sag ja, ich sitze auf dem Hügelpark. Nein, 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 so läuft das nicht. Den haben wir nicht vergessen. Nur, mit das Popcorn. War so. Guck mal, mich haben aus Hamburg, ne? Mich haben Huren angerufen, wir haben die mir geschrieben, Ex-Mitarbeiter von diesem Tropicana-Club, ne, hin und her. Die wollten alle reden, ganz offen, ne, ohne nichts, also wollten sich hinsetzen und reden. So, haben das angeboten und ohne Scheiß. Ich habe allen gesagt, nein, interessiert mich nicht, nein. Warum? Weil im Grunde genommen mit dem habe ich nichts am Hut. Was er ist, sagt er ja selber. Ich habe doch gesagt, der Junge hat Geschichte geschrieben. Guck mal, der hat einen YouTube-Kanal, V-Mann, und tut das vermarkten. Weißt du, so, das ist Wahnsinn, so sowas. Ne? Aber du siehst, guck mal, er macht es. So. Und du siehst, da sind Leute, die verfolgen das sogar. Und ich bin mir sicher, die Leute, die das verfolgen, die haben null mit der Straße zu tun. Ja, normal. Die diskriminieren, aber die leben in einer anderen Gesellschaft, sage ich mal. Ja. Hä? Damit diskriminierst du ja keinen. Im Endeffekt, denke ich mal, hat 90% der Gesellschaft nichts mit der Straße zu tun. Ja? Die normalen Menschen oder die normalen Kiddies, die hinterm Laptop sitzen,
und irgendwelche Videos gucken, haben nichts mit der Straße zu tun. Ich habe nichts mit der Straße zu tun. Ich denke mal, 80-90% meiner Zuschauer haben nichts mit der Straße zu tun. Das ist ja keine Diskriminierung, die du da gerade aussprichst. Im Endeffekt ist das eine Tatsache, was du da sagst. Ja? Die gucken sich die Videos von dem an und denken sich, oh, okay, interessant, klingt cool, dies, das. Aber natürlich ist das für jemanden, der von der Straße kommt, so wirklich diese Ghetto in sich hat, ist das ein absolutes No-Go, was da gerade abgeht. Ja? Verstehe ich voll und ganz, was er sagt. Nichts mit uns zu tun. So. Ansonsten normale Menschen, wer wird sowas machen? Ja? Der vermarktet das sogar. So. Da ist ja alles klar. Und ich habe da in dem Interview was zu ihm gesagt gehabt und hin und her. Und guck, ich habe nie wieder was über den gesagt oder mich mit ihm befasst und hin und her, weil er doch ernst war. Mich hat das nicht interessiert. Aber jetzt kommt's. Dann ist auf einmal dieser Streit mit dem Toba ausgebrochen da. Ne? Und am Anfang wusste ich gar nicht, was Sache ist, aber dann habe ich das mitbekommen. So irgendwie beleidigt, Junkie, Monkey, dies und das. Und da hat er eigentlich einen riesengroßen Fehler gemacht. Damit habe ich echt alles nichts zu tun. Also, weil ich mich damit gar nicht befasst habe. So, der war nie Thema jetzt von Schallzentrale, sage ich mal. So. Und der hat auf jeden Fall den Toba unterschätzt. Warum? Weil ich weiß das, ich habe das dir auch gesagt, der Mann ist Straße. So, der hat eine Biografie, so, der gehört zu den Alten. Und das kann man alles nachverfolgen. Raum, Hamburg, Bremen etc. Der ist ein bekannter Mann. So. Und der hat sich jetzt mit dem angelegt, den beleidigt etc. Dann ist was passiert. Nochmal, ich habe damit nichts zu tun. Und dann hat sich ein besonderer Mann, sage ich mal, bei dem gemeldet. Okay, so. Und der hat dann mit ihm halt geredet und ich kann das ja jetzt hier sagen. So, der ist in, ich sag mal, in Rente, also der ist in Rente gegangen, so neu. Aber der ist ein Mitarbeiter von der Behörde. So, und er hat wohl, was diese V-Mann-Tätigkeit angeht, war ja wohl Janis Kontaktmann. So, und diese Geschichte, die geht aber nur um Hamburg. Also ab dann, wo der hier jetzt nach Nordrhein-Westfalen gekommen ist und diese ganze Geschichte, was der da auch erzählt hat mit Gremium und mit Satudar, davon hat er, damit hat er nichts zu tun. Alles, was in Hamburg anging. So, und der Mann hat sich mit denen in Verbindung gesetzt und der will darüber reden. So, und nur, ich muss das hier jetzt auch ehrlich sagen, so, ne, Fakt drauf, der Toba hat dann natürlich gesagt, wo der damit ankam, ja, hier Ali und so, und der hätte von vornherein gesagt, dass er mit mir nichts zu tun haben will, weißt du? So, keine Ahnung, jetzt so, ich will jetzt nichts vorwerfen, und jetzt Nazi oder dies, nein, aber ich denke mir mal, LKA-Beamter, was weiß ich so, ne, ich kriminell, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er gesagt, dass er das nicht will, wie auch immer, und mein Gott, ich respektiere das. So, weil ich respektiere das, egal jetzt, warum der das mit mir nicht machen will. Aber wenn er das dann mit ihm macht, warum soll er das nicht machen? Ne? So. Und wir haben dann das halt so besprochen. Er hat mich dann gefragt, ich habe dann gesagt, ey, für mich ist das Jacke wie Hose. Ne? So, Jacke wie Hose. Mach das so, wie der das dann haben will. So, weil ist keine leichte Geschichte. Die sind das jetzt richtig am Organisieren, alles so, der rechtlich dies, das, ja. Ich weiß nicht, wie das da kommt, aber 100% wird jetzt ein Interview gemacht mit diesem Beamten. So. Und der wird halt dann die Zeit in Hamburg über Gianni alles auf den Tisch legen. So, was der da erzählen wird, was es sein wird oder sonst was, ehrlich, ich kann dazu nichts sagen, das wäre gelogen. Nochmal, ich habe damit nichts zu tun, aber das wird jetzt alles rauskommen. Auf jeden Fall, das wollte ich sagen. So, das wird jetzt gemacht, die sind da am Plan. Und ich denke mir mal, in den nächsten, ich will jetzt keine Zeiträume, so, aber ich denke mir mal, in den nächsten 14 Tagen wird das alles irgendwie irgendwo bereit sein. Dann, wo das jetzt ausgestrahlt wird, ich habe vom Prinzip her von vornherein gesagt, wir haben da einen YouTube-Kanal, Schallzentrale Mexican Style, so weiß jeder, kennt jeder. Was da drin ist, weiß jeder, ein Eröffnungsvideo, ein Video, wo wir den Jack, den Kameramann, vorgestellt haben. Und der letztere war die Doku, eigentlich um den Buch. Dann haben wir gesagt, lass direkt eine Doku, weil viele hatten Fragen halt, so Kindheit, was wir da halt da schwerpunktmäßig gezeigt haben. Haben wir gesagt, machen wir die Doku, haben wir das auch rein. Und ich habe mir gesagt, ich will diese ganzen schmieren Sachen, so Sujuk, Mujuk, Gianni, Granini, egal so. Ich wollt, das soll nichts mit dem Kanal zu tun haben. Ich will da auch sowas nicht reintun oder veröffentlichen. Da sieht man ja, ich bin da weder live oder dies oder das. Für mich ist das einfach so, ein Videorekorder so, weißt du, wie früher so. Mein Vater hat den ersten gebracht, der war so riesengroß, wo die VHS-Kassetten reinkamen. Da ist so für mich so ein Videorekorder, da haue ich Kassetten rein, nenne das heute DVDs und dann kann man da Videos abspielen so. Ne? Guck mal, die letzten, auch den Doku-Video. Normalerweise, guck mal, über 60.000 Klicks schon, aber ich habe keinen Cent davon bekommen. Warum? Das kann ich dir sagen. Weil da werden Lieder abgespielt, die gelistet sind, so die du eigentlich nicht da. Dann tut man auch keine Werbung oder sonst was schalten. Kann's, jeder, der sich mit YouTube auskennt. Der Jack hat mir das, ich habe gesagt, fuck drauf, was für ein Geld. Wir wollen das so haben, wie wir das haben wollen, Mann. Ich will die Musik da. So, weil das interessiert mich nicht. Das soll schön werden, gut werden, ne, so. Nicht... Sehr, sehr gute Einstellung von ihm. Genauso ist das ja auch bei mir. Viele fragen mich immer, Bruder, wie kannst du die ganze Zeit diese Anime-Musik reinballern und hier und da.
seht ihr ja in meinen meisten Videos, also wenn die geschnitten sind, wenn ich mal nicht jetzt woanders bin und nicht schneiden kann, ungeschnitten hochlade, seht ihr es einfach, dann sage ich, egal, dann kriegen die halt das Geld von den Videos. Videos sind sowieso Geld, was juckt mich das? Das Video soll geil sein, diese emotionalen Momente sollen rüberkommen, etc. Und der hat die gleiche Einstellung, feiere ich. Ich nach Kohle. Darum will ich diesen YouTube-Kanal jetzt nicht mit solchen, ich nenne das mal Schmuddelgeschichten und Sachen, irgendwie jetzt so in Dings bringen. So. Aber dann ist auch nicht das Problem, warum? Wir haben ja gute Jungs, da sind ja viele in YouTube unterwegs. Ne? Mal gucken, ich habe dann vorgeschlagen, dass man dann mit dem Isa da redet. So. Und dass der das auf seinem Kanal dann veröffentlicht. Aber auf jeden Fall, das ist nicht das Problem. Nur ich kann es nicht machen. Also ich hätte es gemacht, so, wenn das ginge so. Wie gesagt, hat mich eh nicht interessiert. Und der Typ, der hat keinen Bock auf mich. Mein Gott, kann mich nicht jeder lieben. Ne? So. Aber wie gesagt, scheiß drauf, dann macht er. So. Und weil ich ja heute eh dieses Video machen wollte, hat er dann auch gesagt, komm, dann kannst du das ja da schon sagen. Ne? So. Auf jeden Fall, ihr wisst alle Bescheid. Jan Pfirsich ist nicht vergessen. So, und da wird halt jetzt ein Band halt kommen. Ich weiß nicht, wie die das da jetzt alles machen werden. Auf jeden Fall wird 100% ein Interview kommen. Und da wird die Wahrheit über Jan Sander, okay, mal alle Sprüche, Witze und Scherzchen beiseite, wird halt die Geschichte in Hamburg von erster Hand, das ist eine Kontaktperson, erzählt. So. Heißt der wirklich Jan Sander? Ist das ein echter Name? Das macht mich gerade ein wenig traurig. Ja, der Name Jan gehört eigentlich unserer Community. Ja, wir haben den groß gemacht. Jan Kaviar. Ich habe so nebenbei ein paar Sachen von Toba gehört. Das wird also, ich sag mal, lasst euch überraschen. Ne? Und dann gucken wir mal, was dann dabei rauskommt. Wie gesagt, ich bin da aus voraus. Die werden das jetzt da machen. Die Veröffentlichung gucken wir, wie gesagt, ich denke mir mal, dass wir das dann mit dem Isa machen, soll der das auf seinen Kanal draufhauen, weil wir sind nicht hinter Dings, ja, weil wie, mein Grund ist, ich will meinen Kanal damit nicht verseuchen, sage ich mal, mit so einem Thema, ne? Da sollen Picobello Sachen kommen, ich mache ja jetzt diese Underground-Rap-Sache, du kriegst, hast das ja selber mitbekommen, ne? So, das ist eine korrekte Sache, die sind wichtig, so Geldmeld ist auch uninteressant, ne? Und darum denke ich mir mal, werden die dazu machen, dass die das dann großwahrscheinlich beim Isa im Kanal veröffentlicht. Und dann wird halt dann, ich bin selber ehrlich gespannt, ohne Scheiß, weil ich weiß ja gar nichts. Was ich auch weiß, war immer dann, was ich gehört habe, weißt du? So, was die Hamburg-Sache angeht, nicht jetzt hier NRW, da habe ich meinen Teil gesagt. So. Aber was die Hamburg-Sache angeht, die interessiert mich selber auch, weil der hat ja auch ein Buch rausgebracht gehabt. Und erzählt, also der Tisch ist ja voll, aber nur mit Sachen, die der da auf den Tisch gelegt hat. So. Und gerade das ist jetzt nicht ein Kellner von der Bar oder eine Prostituierte, das ist halt ein Typ von der Behörde, ne? Der auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Und das ist eine andere Nummer. Ich hoffe, die können das dann auch alles richtig gut gestalten und hin und her. Ich bin sehr interessiert vor allen Dingen darauf, das zu sehen. Und da werde ich auch, weiß ich nicht, vielleicht eine Aktion machen, dass ich 10 Eimer Popcorn spende oder was an Zuschauer für den Tag, so, weißt du? Und genügend Hügel zur Verfügung stellen. Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt die eine Sache. Und bevor wir jetzt zu der anderen kommen, damit das habe ich jetzt extra als erstes genommen, damit das nicht untergeht, das ist wichtig, das sollte ich so sagen. Das war das Uninteressanteste. Es hat mich wirklich null interessiert. 11 Minuten 55, eine Thematik, die mich wirklich null juckt. Guck mir, was jetzt kommt. Wie gesagt, ab jetzt wird Toba sich drum kümmern. Und wenn das dann soweit ist, klar werde ich auch dann ein bisschen die Werbetrommel spielen lassen. Und dann werden wir mal gucken, was für Geschichten wir da hören werden jetzt. Geschichten aus dem Paulanergarten. Und keine Ahnung, wer Toba sein soll. Kein Plan, sagt mir jetzt nichts. Ich weiß, er hat einen Typen. Der heißt, irgendeiner schreibt für ihn sein Buch. Der heißt auch irgendwie Miami Gianni oder so. Oder Gianni oder keine Ahnung. Vielleicht meint er ihn damit. Ich weiß es nicht, aber nicht. Ich will hier nicht spekulieren, weil es gab dann einen Beef zwischen dem Gianni, der sein Buch schreibt vom Ali, und dem anderen Gianni. Weil der Buchschreiber, der Autor, meinte, ja, du bist eine Schande für den Namen Gianni und bla bla bla, keine Ahnung. Und dann kann sich ja jeder sein Endresümee geben, weil ich finde das gut. Der Junge hat den Tisch so vollgehauen mit Geschichten und Sachen. Da war ja nie jemand da. Zeig mir mal einen, der da irgendwie was dagegen gesagt hat oder sonst was. Ne? Und wie gesagt, da waren so viele Leute, was soll ich mit Huren reden oder mit Kellnern oder so. Aber mich hat es im Grundsatz nicht interessiert. Ich hätte es machen können, aber der Junge ist kein Problem für mich gewesen oder ich habe mich nicht mit dem beschäftigt. Aber das hat sich jetzt so entwickelt und du siehst ja, ne? Die Wahrheit, die kommt irgendwie irgendwann raus. Wie ich immer sage, Wasser findet seinen Weg. Ne? So, das ist jetzt die Sache. Ihr wisst da jetzt Bescheid. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Sache. Jetzt
kommen wir mal zu unserem Sujuk 44. Ne? So. Und da müssen wir jetzt einfach kurz zurückgehen. Wie gesagt, ich habe jetzt, was ich will. Darum mache ich das jetzt hier auch. Nicht eine Handykamera-Statement oder so. Deswegen bist du auch gekommen. So, du erfährst das ja auch exklusiv jetzt. Ne? Nochmal danke, dass wir das auch sauber machen. Weil nach dieser Geschichte ist der Deckel für mich zu. So, ob es der Django ist, Miami, der war eh schon für mich. Für mich ist einfach die Sache gegessen. Fertig. So, und weil ich habe, was ich will. Das werde ich jetzt auch sagen. Das nur vorab. Darum jetzt, dass wir das jetzt ein bisschen so professionell machen, weil das soll auch bleiben, dieses Interview. So, man kann das immer zurückspulen und machen, weil dann ist Finale, okay? So für mich. Alle haben auf den Tisch gelegt, ich lege jetzt auch noch einmal auf den Tisch und dann ist die Sache gegessen, so in dem Motto. Hä, mit wem redet der da? Also Issa kann es ja nicht sein, er hat am Anfang des Videos gesagt, wir schicken die Videos Issa, der soll sie bei sich hochladen. Mit wem redet der da? Vor allem höre ich auch nichts. Keiner antwortet ihm. Hä? Und man muss dann ganz zurückgehen. So, viele, ich habe das ja wie mit diesem alten Rom erklärt, ne? So bei Isa, da will ich jetzt nicht nochmal eingehen. Und so ist das ja in YouTube. Und meine Geschichte, die fing schon viel vorher an, vor diesem Interview. Ja, ich wurde aus dem Gefängnis entlassen, das habe ich ja 100 Mal gesagt. Das ist ja auch klar. 2,5 Jahre bin ich schon draußen. In meinem Leben, alles ist in Ordnung. So, man hätte sich, das war ja die Frage dann. Das hätte man sich auch echt fragen müssen, aber auch ernst mal Gedanken machen müssen. Und zwar, warum nach 2,5 Jahren geht der Mann und macht ein Interview mit, in YouTube und mit diesem Sucuk. So. Und warum macht er das? Das jetzt mal erstmal sagen. Das Ding bei der ganzen Sache ist, Leute, es ist lustig. Ja, man kann darüber lachen. Aber mich erreichen tagtäglich 20 bis 30 solcher Memes. Ja. Er wird in Stories gepostet von diversen Seiten. Da verlinken die Ali drauf, mich, Issa und noch ein paar Hater oder was weiß ich. Warum? Ich verstehe das nicht, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht verstanden habt. Ich bin kein Hater. Ich bin jemand, der hier sitzt und sich Videos anguckt und versucht, neutral zu bleiben. Ja? Ich sag euch ehrlich, ich habe mit Ali kein Problem. Er hat im letzten Video sogar gesagt, er mag mich, er findet meine Videos gut. Feier ich. Das heißt, er ist ein Zuschauer von mir. Feier ich. Okay, er soll sein Ding durchziehen. Aber bei Cenk ist genauso. Der guckt auch meine Videos, hat auch gesagt, er mag mich. Ist, gegen mich hat er noch nie was gemacht. Ich weiß, er eckt hier und da überall an. Das weiß ich. Hier, allein hier bei Nick, wo ich jetzt bin. Die haben auch mal miteinander einen Konflikt gehabt. Konnte ich ein wenig zwischen den beiden schlichten, da war die Sache auch erledigt. Ganz einfache Geschichte. Und die haben jetzt auch Beef miteinander. Wir erfahren langsam, warum das so ist. Und hier habe ich mich auch angeboten. Hört zu, wenn ihr wollt, kann ich schlichten. Das sind keine Menschen, die ich verabscheue wie einen Jan. Ich rede nicht von Jan Zander, ne? Ihr wisst ja unseren Jan. Das sind keine, wo ich sage, boah, ne, gegen die mache ich ein Zerstörungsvideo. Nein, das juckt mich nicht. Ich gönne mir das Ganze nur, was da zwischen denen abgeht, sage meine Meinung und fertig. Ha, jetzt kommen die wieder, ja, der wollte wieder Fame oder dies oder das. Lahm, fuck you, Alter, ey, das ist einfach Schnittlauch für mich. So, ich bin aus dem Knast entlassen, am Tor standen bestimmte 11, 12 Mann von verschiedenen Medien. Okay, bin ich rechts an die vorbeigelaufen. In der Zeit, warte mal, bestimmt schon 16, 17 Anfragen kamen über meinen Anwalt. RTL, dies, das, jene. Junge, ich wäre schon heute in allerdings wieder drin gewesen. Aber alles habe ich abgesagt. Warum? Kein Interesse. Ich habe die damals benutzt, das habe ich auch erklärt. Ansonsten, weil ich nichts davon halte, auch kein Interesse daran habe. Also ich brauche nicht so einen dicken Sujuk so mit seiner La Familia Hose und seiner 30-Euro-Kamera, so, dass ich jetzt Fame brauche oder so. Okay, so, da wäre ich einfach hingegangen, hätte meine eigene Kamera aufgestellt, hätte mein eigenes Interview selber gemacht auf meinem eigenen YouTube-Kanal. So, aber nicht Sinn und Zweck. Fakt ist, meine Mission war was anderes. Ich bin entlassen. So, man soll auch diese Interviews, ehrlich jetzt, ne, diese Interviews, die da in drei Teile da, man soll die mal genau angucken, Mann. Mir kommt das so vor, ob man das anguckt und gar nicht mehr weiß, was das ist so. Weil ich stehe doch heute noch dazu, was ich da gesagt habe. Das ist doch ein Interview. Ist das nicht so? Da sagt man was und damit messt man ein, was er da gesagt hat. Er sagt das ja öffentlich. So. Und seitdem stehe ich hier und bin immer noch am gleichen Punkt. Sagt das gleich und stehe zu das Gleiche, weil es so ist. Okay, so, das kann man drehen und wenden, wie man will. Und viele Sachen habe ich da schon gesagt. Nur manche Leute, das ist normal, auch die wollen es einfach nicht verstehen. Bei denen ihr Interesse ist andere. Alte Rom, ne, Kolosseum, so der Mob, das meine ich. So, dann ist der Mob. Aber Fakt ist einfach, ich hatte meine eigene Mission. So, und meine Mission war, genau, bevor ich jetzt dahin komme, was Satudara angeht, ne? Ich habe doch in meinem Interview genau alles dazu gesagt. Schatz! Okay, hat man mir nicht zugehört. So. Ich habe doch gesagt, Schatz, und ich habe mich umsonst gesagt. Video. Probier mal, lecker, so. Lecker. Und jetzt stell dir mal vor, guck mal, jetzt stell dir mal vor, was dieser Junge macht. Boah. Der ist einfach Gehirn. Geil, der tut einfach
Clubs beschmutzen, ne, in seiner Welt, jetzt Kindergartenzimmerwelt, so, tut er so, hat er so viel Clubs beschmutzt und was sagst du daran geht, was habe ich hier gesagt? Ich habe gesagt, ey, guck in diesem Interview, was ich gegeben habe. Ich habe gesagt, genau hier saß ich, ich habe gesagt, ey, mit mir könnt ihr alles sagen, alles machen, wenn einer ein Problem hat, soll der kommen. Redet nicht über diesen Namen Satudara, habe ich doch gesagt, kann man da sehen, habe ich gesagt. So. Und das haben manche dann nicht verstanden, aber was hat das denn zu sagen? Warum haben die Leute keinen Krebs im Kopf, verstehst du? So. Guck mal, was ich mit meiner Familie habe, das ist meine Sache mit denen. So. Und wenn meine Familie vorhat, etwas zu sagen, ne? Ey, meinst du, die brauchen so ein Django-Schissmann aus Bochum, ohne Witz jetzt, so der in sein Kinderzimmer Schabernack treibt mit seiner echt 20-30-Euro-Kamera. Alter, wir haben in Holland genug Kameras, okay? Wir haben auch eine Pressestelle. Wenn mal zu sagen ist, wird das da gesagt, okay? So, ob das gegen mich ist, den ist oder sonst was. Dafür brauchen die doch nicht so einen Hampelmann. Verstehst du jetzt? Brauchen die nicht, Mann. So, angeblich, du warst doch in Holland. Geh doch, Mann. Geh, komm, ich sag dir hier sogar. Geh mal nach Rotterdam, okay? Du musst noch nicht mal weit. Geh nach Venlo. Du warst doch angeblich. Wo sind die denn so? Meinst du, einer setzt sich mit dir vor die Kamera? Du bist ein Nichts, Mann, okay? Du bist ein gar nichts. Der versteht das einfach nicht. So, ehrlich jetzt. Aber was mich aufregt, ey, der spielt mit den Namen. Der spielt mit den Namen meiner Familie. Guck mal, was ich sag. Okay, so. Was ich da hab, was im Hintergrund läuft, weiß der doch nicht. Weiß doch keiner. Was habe ich gesagt? Zeitfenster, Mann. Lass den mal schließen. So. Jetzt, ich habe Dokumente, die ich zeigen will, auch was jetzt auch diese Aussage. Aber dieses ganze Geschichte mit Papier, die werde ich alle schön in Instagram als Serie dann posten. Will ich jetzt nicht hier einbringen. Und zwar, da wird dann auch ein Beschluss sein von meinen Bewährungsauflagen. Okay? Davon habe ich immer geredet. Ich habe aber nie im Detail geredet. Jetzt rede ich im Detail und das werde ich auch schwarz auf weiß zeigen. Das ist dann auch eine Frage an alle. Und zwar, die Behörde war diejenigen, die das rausgebracht haben, ey, ich hätte das gesagt, ich hätte das gemacht, auf mich wäre Kopfgeld, ich wäre im Zeugenschutz, meine Tätowierungen wären weg hin und her und dies und das. Das war diese Behörde. Und die gleiche Behörde, jetzt halte ich fest, schreibt in meinen Bewerbungsauflagen wortwörtlich, ich darf mit Satudara und Mitgliedern und Ex-Mitgliedern keinen Kontakt haben. Hä? Kannst du das jetzt verstehen? Also Leute, vor denen ich eigentlich Angst haben muss, die was weiß ich mir machen würden, was die jetzt alles hingestellt haben, mit denen soll ich keinen Kontakt haben? Hä? Okay. Versprochen, wir kommen jetzt zur Liebesgeschichte. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wer der ist, so, dann ist einfach, der war zufällig hier, der will auch ein bisschen Fame haben, ein bisschen, aber der darf hier auch sitzen, ne, Bruder? Ja, Mann, der ist auch Straße. Auf jeden Fall kommen wir zu der Liebesgeschichte. Hä? Und zwar, um wen es sich handelt, muss ich ja nicht sagen, ne? Das wisst ihr ja schon, weil da kamen so Sachen mit, ja, wenn ich das mache, mit Anwälte wurde mir gedroht und hin und her. Das ist alles kalter Gemüse, weil A, die Person, die hält selber freiwillig ihr Ausweis in der Kamera, macht sich öffentlich, ne? So, also sie ist öffentlich und der Name in dem Moment hat jeder gesehen. Sie lebt hier in Rheinhausen, sie lebte schon vorher hier, als sie überhaupt den Dicken kennengelernt hat. Sie ist hier stadtbekannt. Ihr Stammfriseur ist klar, alles ist hier klar. So. Also im Grunde genommen, ich veröffentliche gar nicht. Ich erzähle jetzt hier nur mal so eine Geschichte. So. Und das ist einfach nur eine Geschichte, sagen wir mal. Ne? Da ist so eine Geschichte. Und die Liebesgeschichte ist einfach so, da ist halt ein Junge. Echt makaber, dass ein kleiner Junge da neben ihm sitzt. Ist das beabsichtigt? Den nennen sie Sujuk. So. Der macht so einen Internetkanal und der hat dann hier halt ein Mädchen kennengelernt, die nennen wir Pastırma, Sucuk und Pastırma. Also Pastırma nur zur Erklärung, das ist diese türkische Salami, die so apartig stinkt, aber voll gut schmeckt. Und die haben sich dann halt kennengelernt und sind zusammengekommen. So. Und, Alter, was geht hier gerade ab? So bin ich im falschen Film. Ich wünschte, Nick wäre jetzt hier. Was macht der gerade? Der ist noch am Grillen, ne? Ja, der ist da vorne gerade am Grillen. Alter Schwede, was geht hier gerade für einen Film ab? Die Pastırma, die hat schon vorher hier in Rheinhausen gelebt. So, dann ist die abgehauen, Familie nach München und hat dann angefangen als Prostituierte zu arbeiten. So, das hat die jahrelang gemacht und ihr Zuhälter ist von einem Motorradclub. Okay, so, und das ist ein Motorradclub, über den der erst vorher hergezogen hatte. So. Und dann doch auf einmal sich gut verstand und Abis gefunden hat. Das ist. Oha, was packt der gerade aus? Und das auch noch in der Gegenwart von einem kleinen Jungen. Alter, das ist gerade echt hartes Tobasco, Leute. Das ist echt. Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Man kann auch viel Geschichten erzählen und so, aber was er hier gerade in den Raum wirft, ist wirklich brutal, ja.
Wir wissen alle, von welchem Motorradclub er redet. Der redet von den Hells. Ja, ganz klare Sache. Aber ich habe schon im letzten Video gesagt, Leute, macht es nicht. Die waren aber der Meinung, es ist richtig so, es ist gut, was die machen. Ich bin kein Freund davon. Familie, Freunde, was auch immer. Jeder hat eine andere Auffassung von Familie. Ja. Die sagen, das ist nur seine Freundin, zählt nicht zur Familie. Okay, alles schön und gut. Aber im Endeffekt kriegt die jetzt dadurch ein bisschen Hate ab. Muss nicht sein. Das ist dieser Motorradclub und das war ihr Zuhälter. Und die hat da halt irgendwas gemacht. So, ich weiß auch nicht jetzt, ob die wissen überhaupt, dass die hier ist, weil sie ist von München abgehauen, wie gesagt. Und sie ist dann halt zurück hier hingekommen und hat dann halt den Sujud kennengelernt. So, und das ist dann halt so weitergegangen, dass sie ihre Tätigkeit halt weitergegangen ist als Prostituierte. Und ich würde ja jetzt sagen, also vor Corona zumindest, in welchem Bordell die gearbeitet hat, aber das mache ich nicht. So, und dann hat sie das halt so freischaffend gemacht, wegen Corona, wie gesagt, und natürlich mit dem Sujuk zusammen. Ne? So. Und theoretisch. Das mal außen vor gelassen, was er gerade erzählt, ja. Ob das moralisch verwerflich ist, was auch immer, muss jeder für sich selbst wissen. Aber dass er neben einem kleinen Jungen raucht und diese Geschichte erzählt, hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Das war jetzt nicht wirklich, sage ich mal, hilfreich für die ganze Situation, ist meine Meinung. Was heißt theoretisch? Das ist schon die ganze Zeit so. Der Sujuk, der betreibt einen YouTube-Kanal und ist ein Zuhälter, so, und tut irgendwelche Sachen predigen über Jugend, über dies und das und Frauen und etc. Im Grunde genommen ist er nur ein Zuhälter. So, und ich weiß nicht, wie man das jetzt vereinbaren soll, YouTube und Zuhälter. Und ich habe bis heute aus Respekt meinen Mund gehalten, so, wegen die Person selber. Das gehört sich nicht. Aber mein Gott, sie hat sich selber öffentlich gemacht, namentlich, mit Personalausweis, alles drum und dran. Dann hat man halt gedacht, so, mein Gott, jetzt ist sie öffentlich. Da kann man ja eine Geschichte erzählen, ne? Ja, aber das ist ja kein Grund dafür, dass, wenn jemand in die Öffentlichkeit geht, dass man über diese Person einiges preisgeben muss. Ja, am besten. Ohne Scheiß. Also, ich persönlich stehe nicht dafür. Ja. Wie verwerflich man das auch finden mag, ich stehe auch zu 0% hinter dieser Sache, die angeblich die Freundin von ihm macht. Ja, zu 0% erkennt er mich. Da verstehe ich keinen Spaß. Also, ich könnte das auch nie mit meinem Stolz vereinbaren. Ja, mit meiner Art. Nicht möglich. Auch wenn das auch nur Menschen sind. Ja, aber da bin ich sehr konservativ, was das angeht. Aber im Endeffekt, boah, das ist so dreckig geworden zwischen denen. Das ist so eklig geworden, das ist nicht mehr schön. Ganz ehrlich, so. Die man weiß. Und im Grunde genommen, das ist die Geschichte. Ne? So, der Name ist bekannt. Ganz Rheinhausen weiß das schon, weil sie das selber veröffentlicht hat. Wo sie hier einkauft, welche Friseur sie geht, wie gesagt, ist auch alles bekannt. Also im Grunde genommen, ich habe gar nichts gemacht. Sie hat das veröffentlicht, die haben das veröffentlicht. Guck mal, wie der Junge die ganze Zeit auf die Kippe guckt vom Ali. Ich küsse doch euer Herz. Der saß ja dann so cool noch im Auto und alles. Das wurde ja alles da von denen gepostet. Und dann haben wir gesagt, dass wir das dann mal aufklären, wer diese Person dann ist. Und im Grunde genommen habe ich, wie gesagt, aus Respekt meinen Mund gehalten. Und macht ihr euch jetzt eure Mathematik. Derjenige Zuhälter in München, der wird das ja jetzt auch, denke ich mir, mal sehen. So, der Name ist bekannt, wo sie ist, ist bekannt. Und ich bin mir auch sicher, weil das schon die ganze Stadt weiß, weil sie das halt selber öffentlich gemacht hat, dass jetzt auch irgendwann, denke ich mir mal, Fotos auftauchen werden. Ne? Ist doch, liegt doch in der Natur, die ist hier bekannt und so. Aber damit habe ich nichts zu tun. Und jeder soll sich jetzt Gedanken drüber machen, ne? Dass der Sujuk ein Zuhälter ist, okay, so, dann mit seinem fetten Arsch da bei YouTube sitzt und dann noch einen auf seriös machen will, über was weiß ich reden will und hin und her und dies und das, und das ist die Wahrheit. Ich bin jetzt extra hier an einem Ort, der ist dem Liebesnest sehr nah, sage ich mal, ne? So, und das sollte ja ein bisschen Nähe haben, und das sind hier auch theoretisch, sage ich mal, die Routen, ne? Wo er Möglichkeit hat, halt nur hier hinzukommen, aber das macht er nicht. Das machen die anders, die treffen sich immer da irgendwo, letztens hat er ja gezeigt, wo der stand, und damit das auch jeder sieht, ne? Letztendlich, der soll doch jetzt einfach dann mal hier hinkommen, so. Der soll doch hier seine Freundin abholen, hier abhängen, hat er doch vorher auch gemacht. Der hat hier Eis essen, ist er gegangen und was weiß ich so, komischerweise ist er jetzt verschwunden, so, ne? Aber interessiert mich ja nicht, warum, wie ich gesagt habe, die Straße vergisst nicht, und
Das ist nicht meine Angelegenheit. Ich wollte nur halt, dass ihr wisst, so, dass Sucuk ein Zuhälter ist, so, seine Freundin eine Prostituierte ist, so, und immer noch als Prostituierte arbeitet. Und was ihr daraus macht, müsst ihr wissen. Ich denke mir mal, da werden jetzt die Leute wieder kommen, der Mob aus dem Kolosseum, ne? Nein, ist doch gut, ist doch nicht schlimm, ist doch normal, hin und her. Das soll jeder für sich beurteilen. Ich frage mich nur, ob. Quatsch. Also es wird keiner kommen und sagen, ja, ist doch normal, die ist das. Mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, es ist schon gerechtfertigt, wenn man die ganze Aktion kritisiert, in Anführungsstrichen, weil, ja, jeder ist anders. Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde sowas nie machen. Ich hatte auch die Möglichkeit gegen Jan damals. Ihr habt gesehen, ich habe den Beef haushoch gewonnen, egal wie groß er ist, ja, egal wie viele Community-Leute, egal, ihr habt es gesehen. Bei sowas verstehe ich keinen Spaß. Und ich habe auch viele Möglichkeiten gehabt. Ich habe wie immer, wie gesagt, immer noch diesen Ordner gegen ihn, den kompletten Ordner, wovon ich nicht mal 5% ausgepackt hatte und der war Game Over. Ich hätte auch Sachen zeigen können, doppelmoralische Aussagen von ihm aufdecken können, wo er mir auf Hodja macht. Ja, aber dann zeigen, wie seine Familie wirklich drauf ist, etc. Hätte ich alles machen können. Ich habe die Möglichkeiten gehabt, aber das sind so Grenzen, die überschreite ich nicht. So, das ist auch für mich eine Grenze, die würde ich persönlich nicht überschreiten. Wer weiß, was für ein Wunderpunkt bei Ali getroffen wurde, dass er es jetzt gemacht hat, dass er zu diesem extremen Mittel gegriffen hat. Aber ich stehe halt nicht dahinter, sage ich euch, wie es ist. Aber mir war sowieso klar, dass dieses Video kommen wird. Ja, ich habe mein Bestes versucht, dass es nicht kommt. Hat nicht geklappt. Mehr konnte ich auch nicht machen. Im Endeffekt ist es jetzt raus. Er hat das so gesagt. Man wird die ganze Situation jetzt mit anderen Augen sehen. Und im Endeffekt kann die Liebe überall hinfallen. Das muss nicht heißen, dass er automatisch jetzt ein Z-Hälter, bla bla bla, ihr wisst, was ich meine, dass er sowas ist. Nur weil die vielleicht noch ihre Tätigkeit ausübt und damit Geld nach Hause holt und die sich vielleicht von diesem Geld ernähren. Kein Plan, Digga, ich bin gerade selbst überwältigt. Ob das okay ist, ne? Dass man Zuhälterei betreibt, Prostitution dann noch unterstützt und einen YouTube-Kanal noch nebenbei macht und da halt auch seriös tut und irgendwelche Sachen aufklären will oder sonst was. Ganz ehrlich so, Django, du bist einfach eine Ratte, verstehst du, wie ich meine? So. Und ich bin froh, dass ich mit dir nichts mehr zu tun habe. Guck mal, das ist Real Life, das ist Straße, das sind Menschen. Ne? So, ihr seid nur Pfeifen, Monitor-Junkies oder was weiß ich. Und die Sache endet für mich heute. Ich will dann einfach nochmal Klartext sagen. Ne? Für mich jetzt die MC-Szene, die hat richtig reagiert auf den ganzen Scheißsalat. So, die hat das sehr gut gemacht. Die hat sich nicht drauf eingelassen, weil in der MC-Szene ist alles in Ordnung. Da läuft alles so, wie es laufen soll. Nur solche Parasiten wie der Sucuk, so, und dieser Miami Johnny Pfirsich, wie ihr den auch nennt, das sind die wahren Parasiten, die diese Szene in Verruf bringen wollen, Verruf bringen wollten. So. Und ich bin mir sicher, das werden die so oder so nicht schaffen, weil die Opfer, die sind nur Bauernfiguren im Schach. Die Behörde steckt da drunter. Das habe ich in meinem Interview auch erzählt. Ich weiß das 100%. Und am Ende nochmal, was mich angeht, diese ganzen Sticheleien und sonst was auch an die Behörde hier, ne? Es gibt keine Probleme. Ich habe mit Hells Angels null Probleme, ganz im Gegenteil. So, die Leute machen da ihr Ding, die wollen mit der ganzen Scheiße auch nichts zu tun haben. Das sind nur Sticheleien gewesen. Dann diese Geschichte, nein, ich wäre bei denen. Alle MC-Clubs, ob Banditos, der hat die Mongols, glaube ich, noch genannt. Alle, die da sitzen, die kennen das, die wissen das, dass ich mit keinem, mit dem ich irgendwann irgendwo getroffen habe oder geredet habe oder diese Schauermärchen, Achtertisch und dies und das und jenes. Ne? Das sind Sachen, das stimmt, das war früher mein Ding. Wie gesagt, keine Ahnung, das sind alte Dingsaufnahmen. Interessiert mich auch alles nicht. So, was mich interessiert, es gibt keine Probleme. Okay, so, alles ist gut. Das sind Parasiten. Und für mich heute ist der Deckel zu. Die ganzen Dokumente, schwarz auf weiß, werde ich, wie gesagt, als Serie bei Instagram posten, damit das alles sicher ist. Und damit ist dann die Sache Django und Miami Gianni, die war ja eh für mich keine Sache, aber Django abgeschlossen. So, jeder soll damit so umgehen, wie der will. Ich habe nur eine Bitte und ich meine halt ehrlich ernst: In YouTube sind so viele Kanäle, echt so viele gute Jungs, Leute, die das auch machen. Ey, im Ernst, ne? Ich verstehe das auch mit dem Haten und so, ne? Ist auch richtig so, aber im Grunde genommen, ey, guckt seine ganze Scheiße nicht, der soll sich da von YouTube einfach verdünnisieren, dass der immer noch auf dem Rücken von irgendwas Geld macht, ne? Das ist schon eine Schande so, ne? Der ist doch zu älter, soll er sein Geld damit machen? Und den, so einen Typ muss man einfach ignorieren. Der ist ein Parasit, so, und so muss man mit dem umgehen. Aber wie gesagt, jeder muss das für sich wissen. Ab heute, Sucuk, Django, dies, das, jenes, ist für mich gegessen. Boah, dieses Video hat
dem Genghis echt enormen Schaden zugefügt, muss man hier fairerweise sagen. Also wenn man das Video, sag ich mal, ohne meinen Kommentar anguckt, wird man sich mit Sicherheit eine ganz andere Meinung bilden zu dieser ganzen Thematik. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die sagen, boah, krass, der ist ja sowieso schon gehasst. Dann wird es mit Sicherheit noch Leute geben, von den wenigen, die noch hinter ihm stehen, die sich auch von ihm abwenden werden. Die Frage ist nur, was hat er mit Ali gemacht, dass er Ali dazu gezwungen hat, so rauszugehen aus der Reserve, wirklich zu harten Mitteln zu greifen. Weil ich habe das Ganze verfolgt und hatte gesehen, dass Ali wirklich die ersten paar Male sich zu nichts geäußert hat. Er hat versucht, das Ding wegzuschieben. Er wollte damit nichts zu tun haben. Und guck mal, in was für eine Ecke er gedrängt wurde. Er kommt mir auch sehr nervös rüber, dass er sich gezwungen gefühlt hatte, auszupacken. Und das ist wirklich sehr, sehr hart, was er hier gemacht hat. Ohne Spaß jetzt. So, und ich habe, was ich will. Und wenn der Zeitfenster sich geschlossen hat, alles, was ich da noch gesagt habe, wird seine Klärung finden. Und dann werden wir sehen, was Sache ist. Okay, das war's von mir heute. Willst du noch was sagen? Vier Finger Mexican Style, anhören. Das war's, Mann. Ja, gab's wirklich ein paar Sachen in dem Video, die ich kritisieren musste. Aber er hat nicht zu viel versprochen. Es war sogar härter, als ich es erwartet hätte. Es war sehr, sehr hart. Ich bin sehr gespannt, wie Genghis darauf reagieren wird. Wir werden uns das gönnen. Wir werden uns auch das von Genghis geben, falls heute noch was kommt. Aber das Problem bei Genghis ist einfach, der lädt zu spät immer Sachen hoch. Und am Tag darauf habe ich schon gar keinen Bock mehr zu gucken. Aber er wird sich dazu äußern. Er muss sich dazu äußern. Da gibt es kein Wenn und Aber. Kann auch sein, dass das alles gelogen ist, was Ali Osman hier sagt. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Beweise gesehen, aber im Endeffekt denke ich mir, warum sollte er lügen? Warum sollte er solche Gerüchte in die Welt setzen? Naja, auch das mit dem Jungen, auch das mit dem Rauchen neben dem Jungen, das sind so ein paar Sachen, die müssen nicht sein. Nichtsdestotrotz wird auch noch ein zweiter Teil erscheinen. Ich war jetzt ein wenig verwirrt, weil auf einmal doch das hier jetzt im ersten Teil aufgetaucht ist. Die meinten, das kommt am Ende vom zweiten Teil. Doch nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt auch komplett verwirrt, Leute. Das Ding ist absolut ehrenlos geworden, sage ich mal. Absolut, wer weiß, was jetzt von Genghis kommen wird. Im Endeffekt war es das dann von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.